Hi, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Papa liebt Fleisch, Hammer Barbecue. Ich bin der Papa und heute packe ich 1, 2, 3 Pakete aus von Funkenflug. Da steht Dutch Ofen drauf. Könnt wohl 1, 2, 3 Dutch Ofen sein. Nach dem Intro erfährst du es. Ich habe hier 3 neue Dutch-Öfen stehen. 5 Liter, 9 Liter, 14 Liter. Da passt richtig viel Schichtfleisch rein, meine Lieben. Ja. Die wollte ich jetzt einmal zusammen mit euch auspacken. Uns genau mal angucken, was alles in den Kartons ist. Weil es ist nicht nur der Dutch-Ofen, da ist noch mehr drin. Das hat mich überzeugt, euch die Dinger hier einmal vorzustellen. Mal zu gucken, was die alles so können. Dann schauen wir doch mal. Bleibt einfach dran. Ich hole jetzt erstmal mein Cuttermesser und dann packen wir aus. Die Dutch-Öfen sind ausgepackt. Hier steht der 9er vor mir. Hier ist der 5er und der 14er. Die sind schon in der mitgelieferten Handtasche. Und alles andere an Zubehör, was dabei ist, ist auch schon in der Tasche mit drin. Und dazu kommen wir jetzt. Kommen wir als erstes aber zu dem ersten coolen Add-on, was in jedem Set dabei ist. Das ist die Tasche für jeden einzelnen Dutch-Ofen in der passenden Größe. Finde ich. Was sehr, sehr, sehr praktisch ist, gerade wenn du unterwegs bist, wenn du vielleicht Angler bist oder so, hast du alles in deinem Täschchen drin, den Dutch-Ofen plus Zubehör, plus Kohlen etc. Kannst es in deinem Anhänger oder hinten im Kofferraum verstauen und hast nicht 1000 Sachen, ja, die du irgendwo verstauen musst und hoffentlich verliere ich nichts. Alles an einem Ort, alles an einem Platz, so mag ich das. Kommen wir zum zweiten praktischen, finde ich, das ist der Deckel. Der kommt mir nicht mit ganz wenig Schnickschnack aus. Ich halte es mal kurz in Kamera 2. Das ist also nur das Logo, Funkenflug und die Größe. Mehr ist da nicht drauf. Jetzt werdet ihr denken, warum ist das wichtig? Wenn ihr mal so einen super verzierten Dutch-Ofen-Deckel gereinigt habt, macht keinen Spaß. So, ist meine Meinung. Deswegen finde ich das super praktisch, dass da nicht so viel Schnickschnack drauf ist. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch noch den Deckel super als Bratpfanne nehmen. Ja, also man hat quasi beim Dutch Ofen ein 2-in-1, nämlich eine Bratpfanne und noch einen Kochtopf. Und dann haben wir noch ein bisschen was dazugelegt, und zwar eine Gebrauchsanweisung. Natürlich, die muss überall dabei sein. Und das Kettenhemd, ne? Wie ich schon mal machte, ist das Ding hier, also seht ihr jetzt gar nicht, aus dem Partyclub, ne? Passt immer, ja. So, das ist auch bei jedem Dutch-Ofen dabei, finde ich super, muss ich nicht mehr im Zubehör dazu kaufen und dazu auch noch der Deckelheber. Auch da für jeden Topf die richtige Größe, also für den 14er habt ihr einen etwas längeren, für den 5er einen etwas kleineren Deckelheber, einfach darunter hochheben, das 20 mal rechts, 20 mal links und schon habt ihr euch das Workout gespart. Ansonsten haben die Dutch-Öfen alle Standfüße, passen aber auch auf jeden Grill. Da gehe ich jetzt mal hin. Zack. Erstmal noch hier das Schätzchen ab. Und wie ihr seht, passt, wackelt und hat Luft. Wollt ihr es einmal vom Nahen sehen? Ich hole euch näher ran.
Dann, wenn wir im Dutch natürlich was machen, wollen wir natürlich auch mal wissen, wenn wir einen Schmorbraten oder so machen, wie warm hat das denn schon? Gibt es natürlich auch hier eine Kabeldurchführung für unser kabelgebundenes Thermometer. Wenn er natürlich irgendwie so ein anderes Thermometer hat, was über Funk funktioniert, sollte das auch damit funktionieren. Ansonsten habt ihr natürlich im Deckel und im Topf die Kabeldurchführung, sodass nichts passieren kann. Dann sind die Dinger sofort einsatzbereit. Ihr müsst jetzt nicht noch irgendwie die Töpfe oder den Topf, wenn ihr erstmal nur einkauft, was aber keinen Sinn macht, das sind Herdentiere, erst noch einbrennen, stundenlang und einfetten und hast du nicht gesehen und dann erst mit dem Kochen beginnen, sondern ihr könnt sofort loslegen. Ja, Schichtfleisch, Ribs, Colafleisch, Schaschlik, ach, alles Mögliche. Was man auch alles so machen kann. Lasagne, Brot backen, wenn es auch sein muss. Könnt ihr alles im Topf machen und ihr könnt sofort loslegen. Ja, das finde ich super praktisch. Ja, also nicht erst noch irgendwie rumhantieren und einbrennen hier und einbrennen dort, sondern Spaß haben. Sofort. So mache ich das. Verwenden könnt ihr den Topf überall da, wo es heiß ist. Ja? Also sprich, Gasgrill, im Backofen, auf der Feuerschale, auf dem Holzkohlegrill. Da, wo ihr gerade eure Feuerstelle habt, da könnt ihr auch mit dem Topf leckere Gerichte zubereiten. Was will man mehr, oder? Die Reinigung des Topfes oder der Töpfe, je nachdem, wie viel ihr benutzt habt, ist natürlich auch ganz einfach. Klares Wasser und das Ringtuch von innen reinigen, fertig. Abtrocknen, ja, oder trocknen lassen, wenn es warm genug draußen ist. Und schon kann der Spaß von vorne beginnen. So. Da steht die Pyramide. 5, 9, 14. Jawohl, ich habe mich nicht verzählt. Das sind die Größenangaben von den Dutch Öfen, von Funkenflug. Wie ich finde, wenn sie da so stehen, sehen sie schon mal gut aus. Ihr werdet sie aber auch demnächst in Aktion erleben. Natürlich sind Videos dazu geplant. Und lasst euch überraschen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Abonniert einfach diesen Kanal. Macht noch die Glocke an, dann ist alles super. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, über einen Daumen hoch freue ich mich, über nette Kommentare freue ich mich auch. Bleibt gesund, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann, euer Papa Liebfleisch von Hammer Barbecue.